Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Murder zur Suspect. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Macht nichts, passiert öfters, kennt ihr mich ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen. Ich bin übergeimportet. Geht's euch auch ein bisschen so? Also ich habe das Gefühl, wir laufen hier durch die Stadt und wir sind... Wir finden immer wieder neue Ecken, wo irgendwelche Hinweise sind und wo irgendwelche Sachen sind. Und, so, das hört gar nicht mehr auf. Hier ist nix. Auch nichts. Da ist wieder eine Miets. Aber wieso? Miets. Ah, hopp. Und? Da geht's hoch, okay. Da geht's weiter. Und da geht's hoch und da geht's. Oh, Mietz! Mietz? Fahr nicht runter. Hä? Was war das denn jetzt? Eieieiei. Enthüllen. Mietz im Fass. Jetzt haben wir noch zwei Stück und an diese zwei Stück kommen wir nicht hin. Glaube ich das denn? Das ist doch blöd. Hallo? Stopp, ich will da mit. War ich zu langsam. Okay. Das ärgert mich jetzt mit diesen zwei Dingern noch. Hoppala. Ich rede jetzt einfach mal nicht mit den Leuten, weil das eh einfach nichts bringt, weil die immer uninteressante Sachen sagen. Ronan stellt die Frage. Heute fragte er mich und ich wusste ehrlich nicht, was ich sagen sollte. Ich will mit ihm zusammen sein. Ich liebe ihn. Aber als er mir einen Antrag machte, konnte ich nichts sagen, als sei meine Stimme fort. Und er kniete dort, erdrückt von meiner Stille. Dann stand er auf. Es dauerte 5 Minuten, bis ich ihm sagen konnte, dass ich nachdenken muss. Oder habe ich es jetzt vermasselt? Oh, das ist natürlich auch mies, ne? Schon wieder weg. Ach ja. Ach ja, jetzt weiß ich, wo wir wieder sind. Wisst ihr auch, wo wir wieder sind? Ganz am Anfang. Oh, da ist was. Toll, und was hat es uns jetzt gebracht? Gar nichts. Okay, Hauptsache, wir konnten es entfernen. Warum können wir das denn jetzt nicht entfernen? Die Tür ging, aber die andere geht nicht. Okay, das ist wieder eine Spielelogik vom Feinsten. Ah, das geht auch wieder. Blub, blub, blub. Ah, sammeln. Sina ist ein Familienfoto. Wir waren nervös wegen der Anzahl von Kerzen und Öllampen, die Claire im Haus hatte. Sie liebte gedämpftes Licht, besonders bei ihren Seancen. Sie hat sie nicht ernst genommen. Sie wollte bloß mit toten Berühmtheiten sprechen. Von wem reden wir? Na, Mädels? Ich wollte es gerade sagen, hier riecht es wieder nach Katze. Katzi, Mausi.
Ach ja. Hab. Jetzt. Ah, hier geht's weiter. Hab. Hab. Okay. Fragen. Was ist mit ihr los? Was ist hier passiert? Das da unten sieht wie ein Baby aus. Was? Bitte helfen Sie mir. Es sollte tot sein, aber ich spüre noch, wie es in mir wächst. Versucht herauszubrechen. Moment. Du warst das? Du hast dein eigenes Kind umgebracht? Sie verstehen das nicht. Etwas stimmte nicht damit. Es war nicht menschlich. Es war etwas anderes. Etwas Dunkleres. Wovon zum Teufel redest du? Es hat mir Dinge gezeigt. Schreckliche Dinge. Nur so konnte ich verhindern, dass sie passieren. Aber es war zu spät. Sie haben bereits begonnen. Ich kann sehen, wie sie aus den Flammen hervorkriechen. Wir müssen hier weg. Davor gibt's kein Entkommen. Wenn du willst, dass es aufhört, musst du einen Weg finden, weiterzuziehen. Ich kann nicht. Ich kann nirgends hin. Es gibt nur Dunkelheit und Flammen. Es gibt. Okay. Ich hab's ja verstanden. Ey, müssen wir jetzt Mietz bei der irren Frau hier oben lassen, oder was? Toll. Arme Mietz. Hm, hier liegt was. Sina ist eine Todesursache. Todesursache war ein Verbrennungsschock. Kerosin aus einer Öllampe bedeckte die Vorderseite ihrer Kleidung, Hände und Gesicht. Wahrscheinlich verschüttete dann einer. Verschüttet, dann von einer Flamme in der Nähe entzündet. Oh, verbrannt. Das ist natürlich fies. Okay. Wieder so ein Haus, wo wir nicht weiterkommen. Ach so ist das. Von der einen Seite also, von der anderen Seite nicht. Moment. Ach so, das war das Haus, wo wir von der einen Seite rein sind, ne? Da liegt nochmal was. Hey, wir brauchen gar nicht... Ach doch. Verdammt. All diese Straßenkämpfe. Kaum zu glauben, dass ich so lange gelebt habe. Mein Leben. Prügel. Es war abgefahren, wie oft sich jemand mit mir anlegte. Von klein auf. Anfangs wollten sie mir einen Dämpfer verpassen, dann etwas mit dem gescheiterten Versuchen, mich zu verprügeln, beweisen. Hat sie denn nie Anna gewarnt? Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Ah, da hat er recht. Hey, kann ich mal bitte nicht an mir selber festhängen? So, hier waren wir ja aber schon. Da liegen ja immer noch Zeugs rum. Sammeln. Familienmitglied 3. Familie ist das, was man bekommt und was man daraus macht. Das Essen mit Rex und Ronan, den zwei Männern in meinem Leben, war großartig. Die Chancen, dass die beiden beste Freunde werden, wie Brüder, stehen gut. Sie können in Gegenwart des anderen sie selbst sein und ich sehe eine neue Seite an beiden. Ich bin so dankbar. Ja, hast du Glück. Oder entdeckt noch was. Ich habe es genau gesehen. Klein, aber fein. Ah, Grace... Todesursache. Opfer starb an massiven, stumpfen Trauma, als das Bücherregal in ihrem Geschäft aus sich stürzte. Okay. Nicht cool. Ja. Ah, hier sind wir nicht weitergekommen, ne? Okay. Wenigstens sind wir auf der anderen Seite.
Das hat er die Olle kaputt gemacht. Da kamen wir her. Und geht's da weiter? Huch! Ja, sieht so aus. Was haben wir hier? Nix. Okay. Hier. Entfernen. Wieder was, wo wir entfernen können und überhaupt nichts bringen. Ich habe mich verlaufen, um ehrlich zu sein. Aber ich renne jetzt nochmal ganz schnell zurück. Ich glaube, hier rum müssen wir dann. Es steht ja groß dran, aber ich komme hier. Ach doch, da komme ich heraus. So. Da komme ich nicht. Hä? Moment. Hallo? Ah, vielen Dank. So. Hier waren wir ja schon überall. Sieht gut aus. Ich glaube, wir können langsam Richtung Eingang gehen. Hä? Wieso sagt mir das denn immer eine andere Richtung an? Also hier waren wir ja überall schon. Ah. Waren wir ja auch schon? Ja. Hier war der Unfall. Da waren wir auch schon. Da sind wir auch schon rein. Was lahm im Gelaufe hier. Da sind wir ja. Nehmen wir mal das hier noch in der Ecke mit. Na. Einmal zu weit drüber gelaufen. Von einem Ritter eskortiert. Ausnahmsweise fühlte ich mich draußen bei Nacht sicher. All die Geschichten, er sei der gefährlichste Mann Salems, sie fühlten sich wahr an. Niemand konnte uns etwas, weil niemand ihm etwas konnte. Und ich war bei ihm. Und ich war bei ihm. Bei ihm werde... Hä? Was? Und ich war bei ihm, bin bei ihm, werde bei ihm sein. Ich weiß es. Okay. Hopp, hopp, hopp. Na? Wann waren die Prozesse? 1800? Hexenprozess oder was? Diesen ganzen Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Okay, dann lass uns hier mal reingehen. Ab, rein! Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder Alleinwaldstütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Neues Ziel, untersucht die Einsatzzentrale. Aber ich würde sagen, bevor wir das jetzt machen, mache ich mal wieder eine kleine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.